Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Nordfriesland. Name unbekannt, S. Punkt. Moin Martin, moin Timmy. Danke für die tollen Blogs. Ich habe auch mal eine Frage. Macht es Sinn, im Frühjahr bei steigenden Temperaturen den Koi-Teich für die Filterbakterien aufzuerden? Danke schon mal für die Antwort und viele Grüße von der Westküste. Sören aus Nordfriesland. Ja, gestern war jemand aus Ostfriesland hier, um Koi zu kaufen. Mirko mit seiner Frau war sehr nett und ich muss wirklich sagen, wenn ich sehe, aus welchen Regionen die Leute hier anreisen, um Fische zu kaufen, Fische abzuholen, die sie ersteigert haben, das ehrt uns natürlich sehr. Bei ihnen waren es, glaube ich, 680 Kilometer oder so. Das ist natürlich schon ein Wort. Und nein, Sören, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben Wasserhärte, wir haben freies CO2 und wir haben einen pH-Wert. Die Filterbakterien sind nicht von der Wasserhärte abhängig. Wir brauchen natürlich ein ganz klein wenig. Das ist die Kohlenstoffquelle für die nitrifizierenden Bakterien, die ja bekanntermaßen von Stoffen leben, von Molekülen leben, die kein Kohlenstoff haben, Ammonium NH4+, Nitrit NO2-. Und für ihre Zellteilung brauchen sie Kohlenstoff, den holen sie aus der Wasserhärte. Da brauchen wir aber keine Wasserhärte von 5. Viel wichtiger für die Filterbakterien ist der pH-Wert. Wenn der über 6,5 ist, dann läuft die Nitrifikation. Fällt er unter 6,5, kommt die Nitrifikation auch mal zum Stehen. Und das ist ganz brutal. Die sterben da witzigerweise nicht ab. Die hören einfach auf zu arbeiten. Punkt. Ein Freund von mir, irgendwie ist es passiert, pH-Wert fällt auf 6. Ich messe 3 Milligramm Ammonium. Das ist dann nicht schlimm, weil es wirklich Ammonium ist und das auch in höheren Dosen von den Koi gut vertragen wird. Das Nitrit war 0. Ja, weil die ammoniumnitrifizierenden Bakterien nicht mehr gearbeitet haben. Sprich, Ammonium wurde nicht mehr in Nitrit umgewandelt, aber das, was wir gefüttert haben, die Fische haben natürlich nach wie vor Ammonium produziert, das ist immer weiter angestiegen. Wir haben danach aufgehärtet, pH-Wert auf 7, zack, plötzlich ist Ammonium wieder weg. Dann gab es einen kurzen Nitritpeak, weil natürlich viel Ammonium in kurzer Zeiteinheiten umgebaut wurde, aber danach war der Spuck wieder vorbei. Aber wenn der Teich keinen pH-Wert. Wir sind hier, habe ich schon oft gesagt, 6,7, 6,8. Timmy läuft jeden Morgen mit dem pH-Meter rum. Unter 6,7, 6,8 pH härten wir auf und darüber machen wir gar nichts, weil wir wollen ja den pH-Wert irgendwo im neutralen Bereich bei 7 haben. Das ist sehr wichtig, dass eben die Ammonium-Ammoniak, das Ammonium-Ammoniak-Verhältnis in Richtung Ammonium ausschlägt, weil es einfach sehr viel besser vertragen wird von den Koi als Ammoniak, was ein Gas ist, was die Kiemen kaputt macht. Also orientiert euch nicht an der Carbonatherde, orientiert euch an eurem pH-Wert. Ich weiß, schwer zu messen, dies, das, aber jetzt einfach die Teiche aufzuhärten würde am Ende bedeuten, je nachdem, mit Calciumcarbonat kann es nicht passieren, darum ist es das Produkt unserer Wahl, aber wenn man mit den handelsüblichen Mitteln arbeitet, wo auch Natriumhydrogencarbonat drin ist, da haue ich mir meinen pH-Wert auf 8,2, 8,3, 8,4 hoch. Und dann ist zwar dann beuge ich zwar den Säuresturz vor, aber begünstige Kiemenprobleme bei den Koi. Also klare Frage, klare Antwort, macht keinen Sinn. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie was wissen wollen, einfach fragen. Bis dann. Ciao.